Also ich bin Melanie Ferstl, ich wohne in der Konstanzer Straße und die Straßen sind einfach zu schmal. Dadurch fahren viele auf den Gehsteig, wo eigentlich gesetzlich verboten ist. Wenn ich Gassi gehe, muss ich mich manchmal mit einem Sprung in den Garten retten, dass ich und die Hunde nicht in Gefahr. Also ist es dann auch für Fahrradfahrer und für Kinder und für Fußgänger auch gefährlich. Können Sie vielleicht noch erklären, wie lange wohnen Sie schon in der Konstanzer Straße und ist eigentlich, seit Sie da wohnen, die Situation immer schon so gewesen? Also ich wohne seit über 30 Jahren in der Konstanzer Straße und wir haben immer schon Verkehr gehabt, aber das war alles noch im Rahmen und je mehr das gebaut worden ist und auch LKWs hat es auch immer gegeben, das war akzeptabel und damit müssen wir auch leben, die brauchen wir auch, aber da immer mehr Industrie angebaut wird oder gebaut wird und es immer noch keine Lösung gibt für den LKW, wie der dorthin kommt, das ist das größte Problem.